Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Bioshock Infinite. Nicht wundern, wenn ich jetzt hier... Ich bin ja jetzt ganz kurz davor. Nicht wundern, wenn ich hier auch andere Knarren habe gerade oder irgendwas. Ich weiß nämlich nicht mehr genau. Ich musste nämlich ein bisschen wieder was spielen, weil es nicht gespeichert wurde. Ich dachte, es würde gespeichert werden. Aber wurde es nicht. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe oder ein bisschen weniger oder irgendwas anders ist. Genau hier waren wir nämlich. So. Bom, 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 bom. In den Rücken schießen ist immer gut bei den Viechern. Haben wir ja gelernt. Boah. Du Mistkerl. Komm, ich brauche eine Deckung. Komm, 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 komm. Komm, sprinte weg. Ach, Mann. Verpiss dich mal, komm. Boom, boom. Aus dem Busch oder was? Boom. Boom. Boom, komm. Wer schießt denn da schon wieder? So, noch irgendwer? Ja. Mach du ruhig. Ja, komm, Wasser muss ihm noch richtig schaden. Eigentlich hätte ich gedacht, das Wasser ihm jetzt... Was macht er denn jetzt? Oh, es explodiert. Boah, was hat die für einen Wurfskill? Huiuiuiui. Das war mal wieder ein fetter Kampf mit einer Gatling Gun. So. Pistole brauchen wir nicht. Oh, da oben wäre ein Waffenautomat gewesen. Scheiße. So, hier müssen wir nicht lang. Daher gehe ich hier lang. Haben wir letzte Folge schon besprochen? The Cunningham Studios. Columbia's Finest Photography. So, hier war noch ein Schloss. Mal sehen. Na komm, mach mal auf. Schätzchen. So. Ausrüstung. Oh, spröde Haut. Neue Hosen. Nahkampfangriffe machen Ziel kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang doppelten Schaden. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie? Der letzte Mann, ne? Jetzt beim Töten von Feinden Gesundheit. Nahkampfangriffe machen Ziel kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang. Ich würde mal sagen, wir behalten unsere derzeitige Hose. Denn wir benutzen ja Nahkampfangriffe sowieso nicht so oft. Ein Boxophon. Kommst du? Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In ihrem Stammbaum gibt es 1-2 Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilten. Na, super Ansichten. Na gut. Was haben wir da? Patriot's Pride. Confections. The Cunningham Studio. Achso, haben wir schon. Da nochmal. So, hier ist auch dicht. Da geht's weiter zu Downtown Emporia. Aber hier scheint ja sonst nichts mehr zu sein. Ich klappe hier trotzdem nochmal alle Türen ab. Closed.
Ne, anscheinend nicht. Dann gehe ich mal hier wieder runter. So. Und gehe hier weiter. Hier sind noch ein paar Automaten. So, Verkaufsautomat. Können wir denn davon... Nee. Brauchen wir alles überhaupt nicht. Und hier ist, glaube ich, auch immer noch das Gleiche. Ja, brauche ich alles nicht. Hier ist etwas Geld. Münze. Bam. So. Und der Typ hier wird ja auch nichts Tolles haben. Nope. So. Wir sind jetzt in Downtown Emporia. Have you photo taken here? Na, lass mich da mal hier durch. Weil hier kommen wir sowieso nicht rein. Eine dunkle Seitengasse. Harmony Lane. Aber bevor ich da runter gehe, gucke ich nochmal ganz... Ich glaube nämlich, da geht's weiter. Gucke ich nochmal ganz kurz. Aber hier ist ja auch nichts, ja. Was für ein Ausblick. So, dann gehen wir hier doch weiter. Unser eigentliches Ziel ist ja immer noch Kamstags Haus, aber... wir haben Zeit. Hingerichtet. Leute. Ja, boah, leck. Was war das? Da oben ist ein Sniper. Den erwische ich von hier aus gar nicht. Hör, komm. Boah, die snipen richtig. Oh, warum leckt es denn gerade so? Hä? Oh, es hat noch nie geleckt. Ich kann diese Sniper-Typen gar nicht erwischen von hier aus. Das geht gar nicht. Dauer, das ist ein Präzisionsgewehr. Achso, jetzt habe ich... Jetzt natürlich das Scharfschützengewehr weg. Aber super. Kriege ich das nochmal wieder? Ja. Da. Sollten wir uns vielleicht jetzt mal holen. So. Und jetzt den Köder, vielleicht. Wenn ich den bekommen würde. Genau. So. Boom. Da war doch noch irgendwo einer, oder? Oder? Da, ist jemand. Boom. Das war's schon. Ach, scheiße, ich wollte nachladen. So. 3 Lockpicks wieder. Eine Sekunde. Aber wir haben jetzt zum Glück noch ein paar. Fertig. Was? Uah, alter Schwede. Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Alter, wo kam der denn her? Die Mistsau. Boah, ich sehe fast gar nichts. Hallo? Ich hoffe, hier drin ist wenigstens irgendwas Cooles. Hier leckt doch irgendwas. Was ist denn das da? Ach, das kaputte Schloss, das immer noch blinkt. Ich sehe hier auch nichts, also wird da auch nichts liegen. Emporia Towers. Ah, ein Ausrüstungsteil. Stiefel, Newtonsches Gesetz. Beim Landen von einer Skyline werden Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Und wir haben noch gar keine Schuhe, also nehme ich die doch mal. Warum denn nicht? So, das war's auch hier. Frachthaken. Repetier. Brauchen wir Geld? Na klar, immer noch. Ein Frachthaken brauche ich nicht. Hier liegt Geld auf der Straße, ja, na klar. Klingt logisch.
So, da geht's weiter wahrscheinlich. Zep. Gucke ich hier nochmal ein bisschen. Aber. Was? Scheint, die Wachs haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Hatten wir ja schon. Mit dem Rot. Kannst du dir das mal ansehen? Knack das mal. Und ich schaue mich hier so lange nochmal ein bisschen um. Bitte sehr. Ob hier vielleicht irgendwas liegt. Nö. Nö. Kann ich da wenigstens ran? Jo. Nur zu, ich komm zurecht. Naja. Ach, hier war das. The Emporia Towers. Ja. Ja, ja, so. Das war jetzt nicht die ganz große Herausforderung. Wo auch immer die Leute herkamen. Boah, mein Arm juckt. So, ich weiß gar nicht, ob es da weiter... Ich weiß immer nicht, wo es weitergeht, dann weiß ich immer nicht, was zuerst erkunden soll. Hier geht es nämlich auch lang. Und überall diese Verkaufsautomaten. Die machen mich voll fertig. Boah. Reclaim for the people of Emporia. Columbia, meine ich. Nicht Emporia. Lockpicks mal wieder. Ein paar Salze. Sind auch nicht verkehrt. Financial District. Kriegst du das auf? Und hier geht's, glaube ich, dann wieder raus. The Founders will bleed. Ja, ist gut doch. Ach, und hier sind wir jetzt wieder hier gelandet. Ah. Jetzt ergibt natürlich alles einen Sinn. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder zurück. Erstmal zu diesen Emporia Towers. So. Und danach vielleicht mal in Richtung Comstocks Haus. Oh. Ist hier überhaupt irgendwas? Die Emporia Towers. Hm. Der Fahrstuhl brennt. Kann doch nicht sein, dass hier nichts drin ist, komm. Jetzt hätte ich die Tür nicht öffnen brauchen. Ist echt gar nichts. Na, na gut, dann halt nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Und dann müssen wir jetzt nochmal komplett zurückgehen. Und diesmal gehen wir in Richtung Comstocks Haus. War ich denn hier schon drin? Sieht nicht so aus. Hier wären noch ein paar Salze. Wieder Leichen. Hm. Ein schönes Restaurant. Ehemals. So, Salze brauchen wir nicht. Hier geht's noch runter. Ja, ja. Mehr vom besten Wein, James. Nimm's als längsfälligen Ausgleich. Oder warte, warte. Als Steuerrückstand. Danke. 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 Bumm. Bumm. So. Und der Zivilist ist frei. Mann, 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 Mann. Ein Voxophon. Comstock. Lady Comstock. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade. Aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Naja, Comstock war schon ein Tyrann, würde ich ihn mal nennen. Na gut. Ja, was steht da denn hier so verkrampft rum? Ja. Das hier war mal ein
Weinkeller. Steht denn vorne überhaupt ein Schild dran? Steht überhaupt ein Schild dran? Was es hier ist? Nö. Irgendwie nicht.